Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video zu der Memory Deckungskarte September. Leider durch Überhitzung von meinem Handy ist mir die Vordatei gelöscht worden, also es fehlt eine komplette Sequenz von einer Stunde. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ich habe hier schon eine Seite so ein bisschen vorbereitet, aber guck mal, ich habe hier auch schon so eine Seite voll. Voll. Genau, ich bin auch voll. Eine Seite schon vorbereitet. Die wollte ich mit euch noch machen. Machen wir die Rückseite. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil hier, ich habe das nur ausprobiert, ne? Habe ich eigentlich erst die Seite gestaltet, ne? Und dann habe ich sie so umgedreht und habe die Seite erstmal gemacht. Und was ist, habe ich danach irgendwie so umgedreht und habe die Sticker halt dann falsch aufgeklebt. Und jetzt ist das so ein bisschen am Kopf verbaut. Das macht nichts. Wir machen jetzt das hier. Hier habe ich jetzt mal Bastelkleber verdünnt aufgetragen. Aber naja, gefällt mir nicht so. Also machen wir mit dem Stick auf der Seite weiter. Und zwar nehmen wir alte Buchseiten. Habe ich hier eigentlich noch Noten? Ich glaube nicht. Moment, dann hole ich hier noch mal. Das wären ja unsere, also sollten eigentlich die Memo-Deck selber sein. Das Gerüst oder wie man es auch mal sagen mag. Mein Gott, vergiss alles, was ich gerade gesagt habe. Also das ist auf jeden Fall die Memodex-Karte selber. Wie gesagt, ich nehme das jetzt nachher, wenn ihr das Video schaut, wird das ja erst später eingeblendet, als ob ich dann schon weiter wäre. Aber stimmt nicht. Das mache ich nämlich als erstes, dass es einfach in Ruhe trocknen kann. Also ich beschleunige schon so ein bisschen mit dem hier. Aber eigentlich möchte ich, dass es von einer anderen Luft trocknet. Deswegen muss das eigentlich als erstes gemacht werden, bevor ich mit dem Umschneiden beginne. Weil ich brauche die Grundlage, so dass ich so ein bisschen abschätzen kann, was ich da nehme oder nicht nehme. Also reißen wir uns mal ein Stückchen hier ab. Kleben wir das hier. Also das Video wird dann so in Etappen, nämlich also die Memorix-Deckskarten. Ich werde nichts rausschneiden, ne? Das hier, mein Versprecher, bleibt drin. Ich, das Video von der Memorix-Deckskarte, meine Gott, wird hier, ich drehe das nicht am Stück, sondern es wird gestückelt sein. Wie gesagt, ich habe jetzt hier als erstes angefangen, die Teile vorzubereiten. Und ich denke, in dem nächsten Abschnitt werde ich erstmal die Fussekart-Teile da ausschneiden, die ich da rein da drauf haben möchte. Und dann tue ich das Etikett bearbeiten. Weil das Etikett ist von einem T-Shirt, was mein Sohn sich gekauft hat. Das muss ich jetzt mal auf die Größe von der Memodex zuschneiden, weil es zu groß ist. Dann muss ich das auch noch bearbeiten. Jo. Wie gesagt, das Video wird dann in mehrere Videos aufgenommen, dann so zusammengefügt. Und ich hoffe, ich kriege das so hin, dass es so fließende Übergänge sind und nicht so abgehackte. Ich habe noch nicht so viel Junk über, also so Schnipsel von anderen Papieren über, die ich hiermit verarbeiten kann. Aber es wird kommen, wenn ich jetzt die anfange auszuschneiden, da sind ja auch Reste. Dann von den Fussi, von den Die-Card, nein, nicht Die-Card, Fussi-Card.
also aus dem Buch von der lieben Martha. Aus den Büchern, besser gesagt. Wir haben hier in der Mehrzahl, dass es mehrere Bücher sind. Ja, und ich denke, da werden auch Abschnitte sein und die kann ich dann beim nächsten Mal verwenden. Ich suche jetzt ein bestimmtes Blatt. Wo ich sie mir? Schmiss in die Linie. Man fängt an, Schreibtisch ist sauber und dann ist es nur ein Chaos. So, die Teile habe ich von Timo bestellt, aber das ist hier mit zu dunkel. Also, weg damit. So. Das kommt alles Müll. Also, die Teile tue ich nicht aufbewahren. Ne? Also, die gehen in Müll. Machen wir das hier so. Genau, dann kann ich das hier so nehmen. Heute ist Sonntag. Also, vielleicht sage ich das, werde ich das auch noch am Anfang des Videos sagen. Aber ich habe ja gestern das von, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber dieses Video hier entsteht am nächsten Tag, wo ich, nachdem ich das Video hochgeladen und die Bücher vorgestellt habe von der Marine, von der Martha, von Marimes Small Art. Und da habe ich ja gesagt, dass ich warte ja eigentlich auf mein Studiolicht und auf Stativ und auf mein Mikro. Leider ist es nicht gekommen. Da habe ich ja vorher schon eine Woche drauf gewartet. Und ich habe das am Samstag nicht zugestellt. Jetzt sollte es anscheinend am 9. am Montag kommen. Also das Video nehme ich am 7. September auf. Und das muss jetzt am Montag kommen. Also ist wieder ein Video, wo mit diesen Lichtverhältnissen mir eigentlich ankotzt. Aber naja. Ich wollte aber schon anfangen, sonst läuft mir dann die Zeit wieder davon. Wegen dem Memory Decks. Und ja. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt trotzdem ein Video. Wer weiß, wie weit ich überhaupt komme, ne? Aber ich habe ja morgen noch einen Tag Zeit. Vielleicht werde ich auch sogar mit der Memory Decks Karte jetzt fertig am Wochenende. Das wäre nicht schlecht. Weil das Video dazu wird eh erst, machen wir mal das so, nach dem 20. kommen, da die liebe Agnes, Johanna, bei der ich ja das mit, also bei ihrer Aktion mitmache mit der Memory Decks Karte, der Einsendeschluss ist immer der 20. und sie tut, je nachdem wann der 20. ist, tut sie immer das Wochenende darauf oder kurz danach tut sie erstmal ihre Memodex-Karte vorstellen im Video. Und wenn die das gemacht hat, dann kann ich erst meine hochladen, weil sonst ist es respektlos, wenn man das vorher macht, bevor die eigentliche das ist ja ihre Aktion, ne? Und ich möchte mich da nicht vordringen und will ich auch nicht. Und daher warte ich immer, bis sie ihr Video hochgeladen hat, damit ich dann mein Video hochladen kann. Aber bevor ich das Video überhaupt hochladen kann, muss es ja erstmal geschnitten werden. Und das dauert ein paar Stunden. Und deswegen wäre es schlecht, wenn ich dieses Wochenende das Video fertig hätte. Oder die komplette Memodex. Dann könnte ich nämlich einfach in Ruhe das Video schneiden. Ich bräuchte bestimmt dafür. Ja, wie lange nehme ich hier schon auf? Jetzt sind auch schon ein paar Minuten. Und es wird noch dauern. Ich denke, ich sitze da bestimmt auch 3-4 Stunden. Und bis es dann exportiert ist. Das ist ja das Schlimmste an allem. Sagen wir mal, ich habe jetzt Rohmaterial von hier 5 Stunden hier oder weniger. Bei mir sind das mehr, weil ich bastel nicht so schnell. Und dann sitzt du da stundenlang erstmal im Schnitt. Und sagen wir mal, das Video ist dann, weiß ich nicht, eine Stunde oder 40 Minuten. Bis das Ding dann exportiert ist, vergehen mal 2, 3, 4, 5 Stunden, je nachdem, wie das Ding Bock hat. Ja, wenn mein Laptop gerade so drauf ist.
Und das regt mich auf. Das regt mich dermaßen auf. Und danach tut man das ja auf YouTube hochladen. Das dauert dann auch immer, bis es überprüft ist, bis es in HD dann verarbeitet ist. Nein, Stella, runter. Heute hast du mich hier extrem genervt. Jetzt gehst du runter. Nein. Ciao. Ciao, ab vom Tisch. Entschuldigung für das Gewackle, aber sie hat mich heute hier auf die Palme gebracht. Sie kann wieder mal schön gehen. Immer wenn ich drehe oder noch was, sobald Kamera ist, ist Fräulein da. Aber ach, jetzt habe ich Haare überall. Aber heute hat sie mich schon auf die Palme gebracht. Also. Mann, jetzt, da ich meine Finger... Leute, ich muss euch auf Pause machen, muss meine Hände waschen. Da sie so klebrig sind vom Kleber und jetzt sind ihre Haare dran. Bis gleich. So, ich hoffe, jetzt sind alle Haare weg. Ist es so? Ja. So, jetzt mache ich hier... Ich habe hier so Washi-Tape. Oder Sticker, besser gesagt. Welche soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme das hier. Tue ich das hier so abreißen, dann habe ich hier auch keine gerade Kanten. Das sieht man vielleicht später auch gar nicht. Schon. In jedem Video von mir ist, glaube ich, ist immer einmal oder mehrmals. Ich sag, es ist ja Krankenhaus hier. In der Nähe. Luftlinie 50 Meter. Ich mach das mal hier hin. Dann habe ich hier auch noch so einen Sticker. Das könnte ich hier seitlich machen. Verarbeite ich das, dann schmeiße ich das nicht weg. Na, komm schon. Na, gehst du wohl ab? Will auch nicht. Will mich ärgern. Ich muss gleich die Tür zumachen, bevor Stella gleich wiederkommt. Also. Ja, dann machen wir das hier auch so. Und, also, das Ding ist von so einem Sticker hier. Ist auch vom Theo. Was machen wir denn hier? Nehme ich mal das hier so, ne? Das kann ich jetzt so machen. Und ich habe hier noch so einen kleinen Sticker. Den tue ich dann auch hier mit verarbeiten. Machen wir mal den hier hin. Ob ich dann auch alles davon ausschiebe. Helene, ob ich das auch dann alles verwerte, ist ja eine andere Frage, ne? Habe ich jetzt die... Oh Gott, das habe ich vorhin noch gesagt und habe schon wieder vergessen. So, ich habe die auf die richtige Seite, also richtig rum drauf gemacht. Okidoki. Also jetzt ist es ein bisschen dick. Ich habe euch gar nicht gesagt, was für ein Papier ich da genommen habe. Das habe ich das hier genommen. So, dann will ich mal ein paar Stempel drauf machen. Hä? Weil ich ein Stempelkissen nehme. Ich nehme das Stencil. Ist zwar eine Blume, aber ich nehme das hier.
Und zwar, was ist hier denn? Man sieht so viel wie gar nichts. War nicht genug drauf. Ich glaube, das Kissen ist auch schon langsam leer. Dann egal. Jetzt nochmal hier. So, jetzt ist es besser. Dasselbe auf der anderen Seite. So. Und dann drehen wir das Ganze. Ja, wir schalten da. Was habe ich gesagt vorhin? Samstag? Ne, gestern war Freitag. So. Dann nehme ich nochmal hier. Und dann nehme ich hier von Glisser. Von Ferserfein. Und mach noch so ein paar aber ich glaube nicht, dass die heute kommen, wenn die sagen, ja, dass sie am Montag versuchen nochmal zuzustellen. Ich glaube nicht, dass die heute da meine Bestellung bringen. Das wäre. Aber ich bin sauer. Wirklich sauer. Aber vielleicht sollte ich mich einfach nur beruhigen. Das bringt ja eh nichts. So. Eine Serviette. Mein Pinsel einmal kurz sauber machen. Also ich... Ah, nee. Lene, du hast das vergessen. Ich möchte hier auch so ein bisschen mit Acrylfarbe arbeiten. Aber... Moment. Ich nehme mir so ein Blatt Papier. Dann mache ich hier. Ich benutze die Farben. Die habe ich damals im Angebot gekauft. Für, ich weiß nicht, wie teuer sind die eigentlich normalerweise. Die habe ich bei Oseander dann um 50% reduziert gekauft, weil die haben zugemacht, die Abteilung, oder extrem verkleinert. Schade eigentlich. Und dann habe ich das eigentlich für meinen Sohn die Farben geholt. Ich mache jetzt hier ein paar Farben. Mal schauen, welche ich davon benutze. Das ist jetzt Porträtrosa. Rosi. Oh, das ist aber viel rausgekommen. Naja, so ist es nicht. Dann nehmen wir Apricot. Und ich nehme noch ein bisschen von grüne Erde. Hier vielleicht ein bisschen. Mal schauen. So, der war für meinen Kleber. Der kann ich nehmen für Acryl. Dann machen wir mal so. Fangen wir mit Weiß an. Und dann tupfe ich hier so ein bisschen. Verblendet man so ein bisschen die Übergänge. Deswegen sehen die auch Finger immer so dreckig aus, wenn ich das so rumpansche. Und wenn das nachher getrocknet ist hier, das tue ich dann aber mit dem Föhn beschleunigen. Bei Acrylfarben geht es eigentlich ziemlich schnell, dass die trocken wird. Tue ich noch mit so Acryl-Fernisch drüber machen. Viele machen das mit Gesso. Ich weiß nicht, ist das ein Gesso? Keine Ahnung.
Machen wir noch hier so ein bisschen von der Farbe rein. Aber ich möchte auch die Sachen jetzt hier auch mal verbrauchen, die ich da habe. Also werde ich das mal benutzen. Mal schauen, wie es wird. Ne? Also wenn ich es nicht probiere, kann ich auch nicht wissen, wie das ist. Also am Ende werde ich sehen, ob das eine gute Idee war oder nicht so gut. Ich glaube, das reicht so. Tun wir mal die Seite kurz mal föhnen. Ah, guck mal, ich habe grün, kann ich benutzen. Mache ich hier noch ein bisschen zu grün. So. Es wird ein bisschen laut. Die andere Seite machen. So. Und dann wiederhole ich das Ganze hier. So, das lasse ich jetzt in Ruhe. Zu Ende durchtrocknen, stelle ich so hin. Hier vorne bei mir. Ja. Dann räume ich hier meinen Saustein auf. Das ist so ein bisschen gummiartig geworden. Ganz interessant. Und hier ist es ein bisschen so rau, weil die Platte, die glatte Seite war von der hier Platte, die oben drauf kommt. Und diese raue Struktur kam von hier, weil die ist ja schon ordentlich in Benutzung gewesen. Dadurch ist hier schön glatt und hier rau. Interessant. Also wenn ich das komplett glatt haben möchte, also wenn ich das mal gemacht habe, also so wie hier, das habe ich ja noch gar nicht ausgestanzt. Und wenn ich das richtig, so wie hier, richtig glatt und als ob das so schon selber so das, also das Teil so wäre, also wie gesagt, das fühlt sich gummiartig an. Wenn ich das richtig glatt habe, als ob das so gekauft wurde, müsste ich eigentlich zwischen zwei nagelneuen Platten durchkurbeln, dann würde ich diese Struktur hier bekommen, weil wenn die Platten noch neu sind und nicht mit Stanzen bearbeitet sind, sind die ja heile. Also müsste dann so diese richtig glatte Struktur rauskommen. Ich muss mal gucken, ob ich noch zwei Platten habe, die nicht benutzt wurden, die ich dann mal nehmen kann, um so eine Struktur zu erzeugen, also so eine glatte. Ist interessant. Mal schauen, wie sich die Sachen drauf kleben, also wie die Sachen drauf kleben bleiben. Also wollen wir mal. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wo ich die Bücher euch vorgestellt habe, dass ich aus diesen Büchern arbeiten möchte. Ich habe hier schon was rausgeschnitten. Ich habe nur die Schere, ich habe mir auch eine neue, da kommt noch ein Amazon-Haul. Ich habe von Tim Holz eine Schere geholt von Tonic Studios. Oh mein Gott, Leute. Ich dachte, die sind schon gut hier, ne? Aber das ist ein Träumchen. Also ist es wie in allem auch. Ich muss sagen, die ist super scharf. Die hat so einen kleinen Zacken, aber das kommt mal in einem separaten Video. Sie ist mega scharf. Die schneidet. Ich habe ja immer Probleme gehabt, in diese fein, also hier, so richtig auszuschneiden. Und das geht. Das geht. Ich glaube, ich werde ein paar Die-Cuts so einfach für mich so ausschneiden, einfach so einen Kopf frei zu bekommen. Und ich glaube, dass das jetzt ein anderes Erlebnis sein wird.
Die-Cuts auszuschneiden. Also, dazu kommt ein separates Video. Ich zeige euch noch andere Sachen, die ich geholt habe. Weil ich habe mir noch eine Schere, also zwei Scheren, noch zwei Scheren dazu geholt. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, die 7er. Dann habe ich, glaube ich, mir die 5er bestellt und die 9er, glaube ich. Aber wie gesagt, die kommen ja nicht, ne? Also, ich hoffe, dass die am Montag da sind. Also, ich habe mir schon überlegt, als ich das Buch hier so aufgemacht habe, ich habe mir schon so ein bisschen reingelinst, ne? Und ich glaube, ich würde gerne dieses Bild hier nach innen nehmen. Also, dass ich das innen drin gestalte. Also schneide ich mir das hier raus. Na, bleibt doch da. Und das Messer, Moment, ihr seht hier jetzt natürlich gar nicht, ne? So, aber die Schere gleitet einfach über das Papier, dass das ein ganz anderes Gefühl zu schneiden, auch schon durch diese kleinen Zacken da drin. Oh Gott. Also. Das überlege ich mir nachher, wie ich das zusammenstelle, aber so ungefähr, weil das kann ich ja so durchschneiden, das ist so, wenn das so sein sollte, aber das weiß ich noch nicht, von den Farben könnte hinpassen. Hier möchte ich was anderes, aber ich schneide mir jetzt ein paar Sachen aus, die mir gefallen, wo ich sagen kann, ja, das möchte ich haben. Dann habe ich hier noch was entdeckt, und zwar, oh nein, mein Blümchen ist runtergefallen, wo ich so, komm, ich mache das jetzt hier mal zur Seite, sonst liegt gleich alles auf dem Boden. Das habe ich schon gestern beim Videodreh gesehen. Also ich habe schon so überlegt, dass ich in diese Brauntonrichtung gehe. Erstmal wollte ich in diese Tonrichtung gehen. Dann habe ich gesagt, ach komm, gehst du in die Braun. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann habe ich mich fürs Braun entschieden, sodass ich in diese erdige Richtung gehe. Oder Vintage. Stella, es ist doch nicht normal, oder? Die liegt da fest und tief am Schlafen. Sobald ich hier bin, zack. So, und das möchte ich auf meinem Cover haben. Seht ihr? Und ich habe das Buch nicht doppelt und ich zerschneide es. Ich habe hier gesagt, ich möchte meine Sachen jetzt arbeiten. Auch wenn ich sie am liebsten nicht zerschneiden würde. Und mir noch ein Heft kaufen würde. Geh mal hier runter, mein Schatz. Ich brauche die Bücher. Schätzelein, runter. Danke. Du kannst hier sitzen. Bleib hier. Setz dich hier hin. Gut ist es. Aber bitte. So, dann habe ich das. Das ist das Cover. So. Dann nehme ich aber jetzt hier Feenbuch. Weil für das Cover, weil es so winzig klein ist, habe ich mir auch schon eine kleine Fee eigentlich ausgesucht. Die ich da haben möchte. Ich muss sie jetzt nur finden. Lala. Wo bist du, Mäuschen? Hast du dich versteckt von mir? Also ich werde das auch drin lassen. Ich werde das hier auch nicht rausschneiden. Dann ist das Video halt länger. Hier ist mein Mäuschen. Diese kleine. Seht ihr die? Bin ich auf dem Bild? Hoffe ich mal. Jo. Schaut mal. Wie hoch ist es? Ich sehe nicht, ob ihr scharf seid. Und für das Innenleben habe ich mir diese süße Maus ausgesucht.
Mäuschen haben wir. Dann geht das Buch auch schon zur Seite. Und jetzt, finde ich, geht das in die schwierigsten Sachen. Die Blumen. Weil Memory Dex Karte ist doch nicht so hoch, ne? Deswegen kann ich keine, man könnte schon große Blumen nehmen, aber ich traue mich das noch gar nicht so. Wie gesagt, ist ja für mich auch neu. Ne? Ich fange mal langsam an und kann mir ja noch immer steigern. Weil ich glaube, wenn ich das hier nehme, das ist einfach zu wuchtig gegenüber meine Pilze. Aber spricht ja nichts gegen. Ja, einfach mal was anderes. Ob das jetzt, wir werden sehen, ob das zusammenpasst oder nicht. Wenn es mal ausgeschnitten ist. Jetzt ist das hier noch so grob alles und dann der weiße Rand hier. Aber wenn ich es gleich richtig mal ausgeschnitten habe und wir dann so ein bisschen zusammenlegen, um zu gucken, ob das überhaupt passt, können wir uns ja noch umentscheiden, ob wir jetzt die Blumen nehmen oder nicht. Ne? Schauen wir mal, weil ich habe hier auch ein paar Kreuzungen gemacht. Aber ja. Machen, tun, nehmen. Ist auch was anderes. So. Oh, ich bin noch immer begeistert. Ich finde das so toll. Oh, herrlich. Also das Weihnachtsbuch muss auf jeden Fall. Da könnte ich schöne Weihnachtsgarten gestalten. Oh, das sieht so schön aus. Ah, oh, ihr seht ja gar nicht hier. Guck mal. Ein Träumchen. Ein wunderschönes Büchlein. Wunderschön. Habe ich hier gar nichts sonst oder was? Oder wie? Mondblumen. Ich liebe eh Mondblumen. Und Sonnenblumen. Das war's also. Ich glaube, in dem Buch habe ich gar nicht so, aber vielleicht hier mal schauen. Ich brauche ein paar Blumen. Ich brauche was im Hintergrund. Die sind natürlich zu viel zu groß. Das brauche ich hier gar nicht erst gucken. Was sind das hier? Vielleicht aber das passt von der Farbe nicht. Das muss in so ein bräunliche Vintage, so wie hier. Und hier wird das zu groß. Stella, bitte hör auf. Ich habe zwar hier kein Kreuz gemacht, aber ich schneide es mir trotzdem raus. Ich meine, wenn ich das auch nicht nehme, es werden ja noch andere Projekte kommen, wo ich das benutzen kann. Deshalb jetzt nehmen wir hier unsere Sachen einfach nur raus. Die würden auch gehen, ne? Weil die sind nicht so wuchtig. Aber die auszuschneiden, da muss ich noch üben. Weil das ist sehr filigran. Oh, das sieht auch toll aus, ne? Aber ich glaube, das ist zu grün. Oder? Guck mal, hier ist bläulich, das ist nicht so schlimm. Hier ist auch so ein bisschen rötlich, bräunlich, weißlich. Das könnte auch alles schon in die Richtung gehen. Aber wie gesagt, das ist sehr filigran zum Ausschneiden und ich muss auch üben mit der Schere. Ach, guck mal, schön. Hier habe ich ein Kreuz gemacht. Ja, ich glaube, so. Das reicht so raus. Das sieht auch hier toll aus.
sehr viele Gramm zum Ausschneiden, aber sehr schön. Hallo, mein Schatz. Aber bleib bitte da, Schatz, lang. Das geht jetzt nicht. Stell mal vor, das jetzt, wenn das so winzig klein wäre. Auch ein Träumchen. So also für kleine Gestaltungen. Aber ich glaube, das hier, wo ist mein Pilz? Das könnte aber auch hinkommen, ne? Ich schneide mal. Bisschen verkrampft das beim Ausschneiden ist auch so. Sieht nicht so, nicht nur so aus, es fühlt sich auch so verkrampft. So. Und bläulich ist es auch hier, ne? Also wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn man sowas auch nehmen würde. Aber ich guck mal. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, das finde ich hier oben auch nicht schlecht. Ich finde, so viel ist nicht schlecht, ne? Jetzt auch ein Kreuzchen gesetzt, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal. Ich kann hier nachher noch mal schauen, wenn wir nicht genug haben sollten, ne? Mein Spatz, jetzt nicht. Schaut mal, das ist ja schon kleiner, ne? Aber, schaut mal, das ist trotzdem noch viel zu groß für so eine Memory Dex. Also für das, was ich vorhabe. Man könnte das nehmen, aber dann ist das ganze Dings ausgefüllt. Okay. So, jetzt habe ich Stella. Mein Schatz, geh mal bitte zur Seite. Guck mal, geh da hin. Komm, da kannst du liegen. Ja. Und bitte jetzt mich nicht nerven wie heute Morgen. Ja. Ist ja ganz schlimm mit dir. Komm, ab. Jetzt heißt es ausschneiden. Bevor ich ausschneide, nehme ich jetzt mal einen Schluck hier. Da bin ich wieder. Es ist jetzt eine ziemlich lange Pause gewesen. Und zwar, ich war mit Ausschneiden, also Bildmaterial von einer Stunde ist einfach mal weg. Ne? Und da das Handy ja immer so jetzt höher sitzt und ich ja immer, nicht immer da drauf gucke, irgendwann gucke ich so einfach mal drauf. Also ich habe immer wieder mal hingeguckt, war alles okay. Und dann war ich so am Ausschneiden, ne? Und dann gucke ich auf mein Handy und da steht Überhitzung. Dann sehe ich nehme ich mein Handy runter, denke, Scheiß, was ist jetzt wieder? Ja, das Handy ist heiß gelaufen und hat alles gestoppt. Und ja, das Video ist weg. Also, es hat ja mitten beim Aufzeichnen hat sich überhitzt und sich ausgeschaltet. Also, hat nicht mehr aufgenommen.
Jetzt habe ich nämlich nicht das Video, also die Materialien, wie ich hier ausgeschnitten, wie ich das hier zusammengestellt habe, wie ich das jetzt ankleben möchte. Sorry, und ich denke, dass es auch letztes Mal so passiert, wo mir die Datei einfach gefehlt haben. Wisst ihr noch, von der letzten Memorodex? Und die Stella ist mal wieder hier. Ich sag's doch, sobald ich ihn hier anmache, ist mein Schatzel hier am Start und nervt. Aber so richtig penetrant. Sie will schmusen, weil sie müde ist. Obwohl sie vorhin geschlafen hat. Weil ich habe 2 Filme angeguckt auf Netflix, weil ich so sauer war. Und keine Lust hatte, weiterzumachen. Deswegen, ich habe ein Foto gemacht. Ich habe hier auf dem Laptop das offen. Ich habe rübergezogen gerade, wie ich das wieder zusammensetzen möchte. Weil ich muss ja jetzt die Memodex-Karten miteinander verbinden. Ich weiß nicht, warum das gerade so ist. Oder mein Handy verabschiedet sich. Mein Handy ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das mich richtig sauer macht. Stella, jetzt nicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Setz dich hin, wir können gleich schmusen. Ja, mein Schatz, ich weiß, du bist müde, dann musst du schlafen gehen. Oder leg dich hier vorne hin. Also, ich nehme hier so einen Washi-Tipp. Ich hoffe, dass nicht jetzt auch kommt, Überhitzung. Ne? Aber ich kann auch nicht lange aufnehmen, weil wir holen gleich unseren Söhnchen, also den Mike von der Arbeit. Ich leg das mal hier so. Stella, jetzt bitte bleib da. Oh, Kind. Ist ja Kind, ja. Ist ja wie ein Kind. Nämlich hier. Ich weiß nicht, ob das nicht besser wäre, wenn ich das auch vielleicht noch ein bisschen mit Kleber fixiere. Ich weiß es nicht. Hier ist viel zu weit auseinander. Das Leute, drückt mir den Daumen, dass es funktioniert. Nee, ich werde das nicht kleben, weil das kann ich nachher noch mal abmachen. Wenn es jetzt nicht so geht, wie ich das haben möchte. Okay. Ich glaube, oder? Es könnte sogar funktionieren, oder? Passt auf, mach das so. Von der Seite auch. Nur hier möchte ich nicht so, die so lang haben. So. Also einen Apfel möchte ich jetzt hier nicht haben. Aber Mulberry kann man haben. Ne? Oder pass auf, wir machen noch anders. Wir machen hier. So. So. Ist das aus derselben Höhe? Da soll ich auch mal ein bisschen drauf achten. Das drauf mache ich jetzt so. Ich sehe nämlich nicht. Das andere ist. So. Das braucht man nicht wegschmeißen. Das mache ich wieder hier auf die Rolle drauf. Und so. Ich hoffe, ihr seid scharf genug. Und so alles, ne? So. Dass es noch ein bisschen beweglich bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Ich möchte das nicht ganz so stramm haben. Geht das überhaupt? Ja. Was für Fragen, ja, könnt mir hier. Ich hoffe, die halten, weil es ist jetzt nicht so die mega Qualität an Washi-Tape. So, dann
Dann machen wir mal hiermit weiter. Ich nehme jetzt, also ich werde euch jetzt den Kleber nehmen. Oh, was ist denn da runtergefallen? Ich brauche meine Pinzette. Aktion habe ich ja einiges aufgeräumt. So, jetzt gucken wir mal. Stella Watt. Der Pilz, ich mache mal erstmal die Seite, glaube ich. Das wäre für mich am einfachsten. Jetzt gucken wir mal. Das sind ja feine Teile. Die Pilze waren auf der Seite. So. Hey, hey, sag mal. Stella, sag mal, geht's noch? Also, manchmal. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache es so. Ich klebe erstmal nur hier den Pilz so ein bisschen an. Weil ich schiebe ja hinten dran einiges, also dahinter. Und ich fixiere nur so leicht, dass er mich nicht abdüst, ne? Mit der süßen Snacke. So. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich habe das so hier hinter gehabt. So, dann tue ich das hier auch. Ich hoffe, das hält auf diesem glatten Dings. Wie gesagt, das ist ja richtig glatt, wie so. Ich glaube, so besser so eine feine Tüle. Also, was heißt feine Tüle? Mein Gott. Ja, damit, aber das ist der normale aus dem Action und ich weiß halt nicht, wie der dann hier drauf hält. Zack, zack, zack. Okay, da ist ein Klumpen drin, das muss ich mal kurz wegmachen, sicher voll machen können. Na, was ist denn los? Jetzt will ich meinen Kleber auch nicht mehr, oder was? Aber jetzt so, oder? Leute, das sieht aus, ne? Ah, scheiße. Ich sag euch. Es gibt Tage, da sagt man nichts mehr dazu. Ich soll mal eine Unterlage auch drunter legen. Wenn man da auch rumklebt, ne? Das wäre mal vielleicht weise, Helene. Und hier würde nämlich die Blume kommen. Also die Mondblume. Ich glaube, ich habe sie so ein bisschen schräg gehabt. So. Und ein bisschen tiefer. So. Der war die kleine, wo ist sie denn jetzt? Hallo? Ach hier. Den Kleber hier so noch nehmen, der hier ist. Ich drücke noch nichts an, richtig. Der Kleber trocknet transparent. Das würde ich gerne hier machen. Und jetzt kann ich das hier andrücken. So. Hier möchte ich das kurz so machen.
da? Nein. Dann kann ich das hier auch andrücken. So. Bild ist hier. Hier habe ich die Blätterchen gemacht. Ich muss jetzt immer wieder gucken, nicht, dass das wieder so passiert wie ich heute Mittag. Okay, das war das schon. Die lasse ich mal kurz hier. Ich hatte diese Blume hier gehabt, die kommt nach hinten. So. Die platziere ich. Na, 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 na. Guck mal hier. Die kommt hier. So. So. Wo habe ich die Teile? Ich glaube, das war hier hinter. Also das Ausschneiden ist auf jeden Fall viel, viel, viel besser. Ich habe das hier zerrupft, ne? Das war ja so ein großes Teil. Und das habe ich so auseinander gemacht und so hinter, damit ich das hinter dem Pilz so schön drapieren kann. Das ist ja egal, ich muss ja nicht eins zu eins übernehmen, wie das ist. Man kann das ja selber entscheiden, wie man das haben möchte. So. Und dann habe ich gedacht, vielleicht die Pilze hier. So. Nimmt das auf? Ja. Das will ich dann so machen. Und den kleinen Pilz. Alles schön drücken, weil ich glaube, hier habe ich fertig. Ja. Ja, ich drücke so schön an. Ich habe ja den Pilz ja gar nicht mit Kleber voll gemacht. Manchmal bin ich außer Horst. Also das haben wir, ne? Jetzt wird das witzig hier machen, weil da war ich jetzt nicht hundertprozentig noch damit so einverstanden, wie ich das hingelegt habe. Aber das wollte ich so machen. Mein süßes Mädchen ist da. Stimmt schon.
Stunden angetrocknet, oder? Ja, es geht noch. Ich kann noch ein bisschen lösen. Dann mache ich das anders. Lass es mal so, das ist jetzt erstmal fest. Dann konzentriere mich gerade hier ein bisschen. So. Ich glaube, ich bräuchte noch eine. Entweder die oder eine andere Blume. Moment. Ich habe hier noch hier eine. Die fand ich auch total schön. Ich glaube, das gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Das klebe ich jetzt mal fest. Zack, 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 zack. Wie gesagt, mit der anderen wäre besser, weil hier ist das Loch viel zu groß. Nimmt das auf? Ja. Ich komme schon langsam wie Agnes, weil das ja auch manchmal so Angst hat. Aber ist wirklich berechtigt jetzt, ne? Wenn das schon zweimal jetzt passiert ist, in einer kurzen Zeit. Und jedes Mal bei Memodex. Was will mir meine Kamera damit sagen? Ich werde es trotzdem weitermachen. Ich hoffe, meine Tauschpartnerin oder Tauschpartner. Also, ich hoffe, wenn du das Video gucken solltest, das weiß ich ja nicht. Oder
dass dir die Memodex gefällt. Da ist es eine Elfe, es kann sich auch ein bisschen fliegen, ne? Dann kann ich es ja auch so machen. Jo, jetzt hier. Ich möchte nicht so gerne ihre Füßchen abschneiden. Und in einen Pilz setze ich da unten. So. Weil das Teil ist schade, ist ein bisschen zu groß gewesen. Und das Bild passt nicht. Ich glaube, das reicht jetzt, sonst ist es viel zu viel. Ich sehe jetzt schon viel. Lassen. Ich lasse es jetzt in Ruhe trocknen, weil ich habe Angst, was zu verschieben. Dann tue ich diese Sequenz, die ich jetzt aufgenommen habe, auf dem Laptop ziehen, dass es einmal weg ist vom Handy. Und später gestalten wir das Cover vorne und dann noch hier hinten und dann, also das Etikett werde ich anders machen, nicht mit dem hier, weil es ziemlich dickes Papier und das ist dann zu mächtig für die Karte hier. Also muss ich mir was anderes überlegen. Aber jetzt kann das hier mal ganz kurz in Ruhe durchdrucken. Also ich glaube tatsächlich, dass mein Handy jetzt extrem heiß wird, weil vorhin, wo ich das aufgenommen habe, in die Hand genommen, das war das Handy jetzt dann richtig, richtig heiß. Und ich habe gerade mal, glaube ich, wie viel waren es, 21 Minuten? Also ich glaube, mein Handy verabschiedet sich langsam. Das ist ja natürlich nicht so toll. Also finde ich nicht witzig. Hier meine kleine Süße. Das hier halte ich ganz einfach. So. Vielleicht kann man sogar die Blume hier noch mit. Ja, warum nicht? Kommen hier mein kleines süßes Mäuschen und der kommt so hier hin, oder? Obwohl er gar nicht passt. Ach, der kommt auf den Etikett. Auch nicht schlecht. So. Dann will ich das mal hier ankleben. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt mal mit dem hier zu machen. Das klappt, behält.
hier fehlt irgendetwas. Ich glaube, da müsste ich vielleicht einen Spruch machen oder eine Zahl später aufkleben. Wie gesagt, das muss jetzt auch trocknen hier. So, machen wir mal weiter. Ich glaube, in den Abschnitt, das war am Samstag, wo ich gesagt habe, ich möchte das Sonntag fertig haben. Leider hat es nicht geklappt. Wir haben sogar heute schon den Dienstag und ziemlich spät, es ist 21.30 Uhr, wo ich jetzt weitermache hier. Und zwar, ich habe hier noch den Efi dran geklebt. Der ist von Luise Heinzel. Der hat irgendwie hier hingepasst. Der musste dahin. Ist egal, auch wenn er hier alles so bläulich ist. Also, dass er blau ist. Egal. Der ist jetzt da. Und er freut sich mit meiner Hilfe. Ich will das nur auch noch mit dem versiegeln nachher. Ich hoffe, ich mache keinen großen Fehler. Ich sag's euch, Leute. Dann habe ich mir hier noch einen Pilz ausgeschnitten. Den möchte ich hier, weil ich wollte ja so Dings machen, eine Tasche. Aber ich habe mir jetzt umentschieden, weil ich auf mein Etikett kein Washi-Tape drauf machen möchte. Und damit man den Washi, was ich hier ja geklebt habe, dass man das sieht, habe ich gedacht, dann nehme ich so einen Pilz, der passt mit dem dann zusammen. Und den klebe ich hier so ein bisschen fest und da. Und wenn ich nachher mein Ticket mache, dann könnte man ihn so, Etikett so, nicht Ticket, Etikett, dann könnte man ihn so hier reinschieben, wenn man dann jetzt hier zum Beispiel sagt, okay, man macht hier einen Klebepunkt und hier, dann ist es wie eine Pocket, wo man dann so, und dann mache ich noch ein Eyelet hier hin, sodass es dann auch richtig dran hängt, wie ein Etikett. Aber das müssen wir auch noch zusammen gestalten. So, dann machen wir das mal. Ich mache hier meine Unterlage wieder. Und ich brauche noch einen Pinsel. Und den habe ich hier hingemacht. Nehme ich dann. Oh, ist der dick. So. Ich habe so deutsche Sprüche, die sind von Agnes. Aber die tue ich später. Klar, Englische hören sich super toll an, aber ich verstehe nicht, was da drauf steht und ich habe jetzt auch keine Lust zu übersetzen. Aber da gab es jetzt nichts, was so richtig dazu passt. Ich habe hier ein paar rausgesucht. Kreativität braucht Mut. Die Schönheit liegt in der Einfachheit. Einfachheit, mein Gott. Und hab Vertrauen ins Leben. Ja, das irgendwie passt das alles nicht so, finde ich. Aber da muss ich nicht einen Spruch. Wünsch dir was. Ja. Und was steht hier noch? Sieh die Welt mit offenen Herzen. Mal schauen. Ich überlege mir. Aber jetzt erstmal. Hoffe ich. Wenn nicht, dann sieht er nämlich einen Teil, was dran gehängt wird, wo ich dann vielleicht neu machen müsste. Aber ich muss jetzt Zähne machen, weil wir haben ja heute den 10. Und das muss ja noch zu Agnes. Bis zum 20. ist zwar ein Sendeschluss, aber bis dahin muss ich noch zum Beispiel sehr viel machen. Momentan, ich weiß nicht, also dieses Jahr und letztes Jahr war alles so voll geklatscht mit Terminen und ich hoffe, euch geht es gut. Ich fand, dass das Wochenende so schnell vorbeigegangen. Ich weiß, also Samstag war für mich ja gelaufen, wo mein Handy sich überhitzt hat und eine Stunde Videomaterial weg war. Da war ich so sauer. Ich habe das ausgemacht. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe dann Netflix geguckt. 2 Filme. Das hat mich so genervt. Ich sag's euch. Und ich weiß nicht, an was das liegt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht, überhitze ich jetzt nicht. Sonst muss ich echt gucken, was für die Zukunft, ne?
Ja. Neues Handy ist halt für mich nicht drin jetzt. Ich hoffe, ich habe alles erwischt hier. Und dann mache ich, Moment, ich mache hier noch ein bisschen drauf. So. Und dann mache ich das hier. Und dann kann ich das ja so hinstellen und kann das sich trocknen, ja. Kann das in Ruhe trocknen dann. Nicht überhaupt ein Bild, hoffe ich mal. Ich hoffe, es ist auch nicht verschwommen. Wenn ich das heute schaffe, dann mal schauen. Ich hoffe, dass morgen Zeit genug ist, das Video zu schneiden. Ich will auch gar nicht so viel rausschneiden, dann ist es etwas länger. Wie gesagt, eine Stunde Bildmaterial fällt ja, ne? Also kommt das gar nicht im Video vor, auch nicht als Schnelldurchlauf. So, ich lasse es jetzt trocknen und sehen wir dann weiter. Ich mache aber auch kurz auf Pause, damit ich den Pinsel auswaschen kann, weil ich habe hier jetzt kein Wasser. Also für euch geht es ja weiter, aber für mich kurz Pause. So. Dann tun wir mal das Etikett. Schöner. Ich habe gedacht, dass ich so zwei nehme und die so übereinander machen. Ich zwei Stück habe dann. Welches nehme ich denn? Ich habe zu groß ausgedruckt, nicht so schön klein. Dann hätte wäre der Rand noch von der Agnes dabei. Aber ist nicht so schlimm. Den würde ich dann auf die Rückseite kleben. Das wollte ich ein bisschen gestalten noch. Aber wie ich das gestalte, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das ist ja unser Pilz, was hinten kommt. Dann lasse ich den hier. Und Moment, durch das mal versuchen, hier so ein bisschen. So viel Geschmiere drauf, dass es so unruhig aussieht. Machen wir mal so. Oh, Entschuldigung, ist meine leere Flasche runtergefallen. Bleibt mal schon stehen. Dann machen wir mal das hier. Ich hoffe, ich vergesse nicht, wie ich das gemacht habe. Mal den Schlund hier weg.
Und hier hinten würde ich dann einfach mein Namen. Was ist das hier? Das ist bestimmt die Farbe von der Unterlage. Die ist da, hat sich übertragen. Und hier würde ich dann meinen Namen schreiben und meine YouTube, wie mein YouTube-Kanal heißt. Ja. Das mache ich aber alles später hinter der Kamera. Das zeige ich dann auch nicht im Video. Wie gesagt, jetzt, wie sieht es hier aus eigentlich? Ja, noch ein bisschen. So. Ich mache kurz auf Pause, gucke nach einem, nach einer Zahl, die wir hier hinkleben könnten. So ist besser. Hier mache ich ja gar nichts. Und hier habe ich ja gesagt, kommt der Spruch, wünscht dir was? Ich mache auch das nicht mit diesen 3D-Pads. Weil, wie gesagt, das muss ja in den Kompaktbrief passen, also in den normalen Briefumschlag. Und wenn ich da noch Dings mache, ein paar Goodies, dann wird es eh ein bisschen dicker. Und ich möchte, dass ja 1 Euro ausreicht, weil alles drüber, was drüber hinausgeht, wird nicht weitergeschickt. So sind die Regeln. Und wir halten uns eine Regel. Ja, ich glaube, ich mache das hier bei dem Bild so. Fällt mir besser. Und das inke ich auch nicht. Möchte ich nicht, weil hier ist so viel los, dass ich jetzt nicht noch zusätzlich inken möchte. Hier wäre auch nicht schlecht. Vielleicht nicht. Nein, Helene, es gibt jetzt keine Zahl da. Weil wäre auch nicht schlecht, ne, so eine Zahl. So, hier einfach mal. Das wäre ab und zu auch mal nicht verkehrt. Sage ich jedes Mal. Aber halt mich selber nicht dran. So. So, jetzt machen wir hier ein Loch. Ne? Ich habe hier von Craftelier solche Eyelets, so ganz mini, mini, mini. Habe ich mir auch ein paar Farben gekauft, aber schon etwas länger jetzt. Wenn ich mal einen Amazon-Haul drehe, dann zeige ich es da auch. Weil ich hatte vorher keine Minis gehabt. Nehme ich das mal. Das passt am besten von der Farben. So. Ich habe hier so eine Schnur, eine klitzekleine Schnur. Die Hälfte würde auch reichen. Ich glaube sogar die Hälfte von der Hälfte würde reichen. Die Hälfte von der Hälfte, ja.
habe ich hier einen feineren Pinsel. So von Faber Castell Albrecht Dürer Watercolor Marker. Und so ein bisschen, hier noch ein bisschen Wasser. So ein bisschen mischen. Und tue hier so ein paar. Moment. Ich glaube, ich bin fertig. Ich gestalte noch nachher oder gleich den Briefumschlag, aber das mache ich alles hinter der Kamera. Das seht ihr nachher auf dem Titelbild, wie das dann aussieht. Und halt, ja, wenn ich nachher ein Bild mache, sieht man das auch dann am Anfang des Videos, bevor es überhaupt startet. Also, was haben wir? Wir haben Etikett, habe ich hier, zwei Stück, wir haben Washi-Tape, die sind hier verarbeitet, in dem Bild, und wir haben Pilz, jede Menge. Ja, nehme ich mal, zoome ich mal kurz raus und dann zeige ich euch so ein bisschen aus der Nähe. Moment, also, da ist das Washi-Tape. So, ihr Lieben, ich packe das jetzt noch hier ein. Hier mache ich jetzt die Goodies rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, einen ganz lieben Kommentar. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenlos machen. Ja, wie gesagt, ich packe das jetzt noch zusammen. Ich muss leider die Tickets, die Etiketts wieder abnehmen. Ich muss die in den Briefumschlag so reinlegen, damit es nicht so dick ist, weil wenn ich so mache, dann ist es viel zu dick. Und ja, jetzt muss ich gucken, wie ich das da reinlege, damit es nicht zu schwer ist, weil da kommt ja noch der Rückumschlag rein und der braucht ja auch eigentlich viel Platz. Deswegen muss ich gucken, wie ich das jetzt da organisiere, dass das alles reinpasst. Also ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, egal wann ihr das Video schaut. Und ich würde sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Also sehen wir uns in Oktober zu der Memorodex-Karte. Also ihr Lieben, bis dann. Ciao. Eure Helene.